Wir sind in der Stadt Real Madrid de Valdebebas, dem heutigen Schauplatz für ein besonderes Duell zwischen Xabi Alonso und Ricardo Kaká. Ein Rennen, in dem es um effizientes Fahren geht. Zwei der Fußballkünstler von Real Madrid, die heute auch Künstler am Lenkrad sind, duellieren sich am Steuer des Audi Q5 Hybrid. Um diese Herausforderung zu meistern, werden Xabi Alonso und Ricardo Kaká auf die neueste Hybridtechnologie von Audi setzen. Zwei Motoren, Benzin und Elektro, zur Bewältigung einer Rennstrecke, auf der derjenige Spieler siegen wird, der am effizientesten fährt. Ihr habt Kampfgeist. Auch hier? So ist es. Aber wir sind auch Kollegen. Es ist ein Wettkampf, aber mit Sportsgeist. Ja, so ist es. Wer glaubt ihr, hat das Zeug zu gewinnen? Ich habe Xavi ein paar Mal fahren gesehen. Er gibt ordentlich Gas. Ich glaube, dass Kaká diese Ruhe hat, diese Kontrolle, im Spiel wie außerhalb des Spiels. Also wird er wahrscheinlich den Wagen besser beherrschen. Ricardo, wirst du ein Auge darauf haben, wie dein Gegner vorgeht? Ein kleines bisschen schaue ich schon, wie er es macht. Da wird zu viel Gelb angezeigt. Wie man hier auflädt. Da wird zu viel Gelb angezeigt. Wir sind gleich da, okay? Schauen wir mal, wie es war. Zu keinem Zeitpunkt des Rennens kennen die Fahrer ihre Verbrauchsdaten. Jetzt ist Ricardo Kaká an der Reihe. Wie ist Ricardo Kaká? Wenn ich neben ihm sitze, spreche ich nicht gerne über ihn. Er ist ein Typ, der sich super in die Mannschaft einbringt. Immer mit seinem typischen Lächeln. Sehr offen, sehr fröhlich. Das ist meine Meinung. Wir sind eine sehr geschlossene Mannschaft und Xabi ist ein Leader in dieser Mannschaft. Er spricht viel, sagt immer, was Sache ist, unterstützt uns. Mit manchen spreche ich zu viel auf dem Rasen. Manchmal sagen mir einige, halt mal die Klappe. Aber naja, wenn ich es nicht tue. Stellt euch mal vor, wir steigen in eine Zeitmaschine und ihr habt den Wunsch frei, mit irgendeinem Spieler der Fußballgeschichte zu spielen. Mit Pelé. Ich habe immer von den Tricks gehört, die Pelé drauf hatte und so. Ich würde gerne mit ihm spielen. Ich würde in der Zeit nicht so weit zurückgehen. Ich habe gegen, aber nicht mit ihm gespielt. Ich hätte gerne mit Zidane gespielt. Er ist der Inbegriff eines Fußballspielers. Ich habe ihn sehr bewundert. Beide Spieler haben bewiesen, dass sie sehr effiziente Fahrer sind. Aber wie bei jedem Wettkampf konnte nur einer gewinnen. Kaká.